Wahrscheinlich hatte ich es falsch verstanden und es dauert mehrere Tage, bis das Haus fertig ist. So, Sea Urchin. Ja. Und die anderen Sachen kommen unten rein. Ich dachte, meine Energie würde sich wirklich etwas mehr auffüllen als das. Sonst hätte ich nichts übertrieben mit dem Arbeiten, mit dem Schlafen gehen und so. So, Sweet Pea. Ja, sie arbeitet noch. Das war aber echt blöd jetzt mit mit der Energie. Hatte ich nicht so geplant. Ich dachte, sie würde sich wirklich ein bisschen mehr aufladen als das. Also Post habe ich keine. Nicht essen. Vielleicht essen, aber erstmal weiter umschauen. Also alles mitnehmen. Was versuchst du immer zu essen? Hör auf. So. Ich möchte doch nur erstmal die Sachen einsammeln. So, jetzt müsste ich eigentlich alles haben. Wenn ich Glück habe. Einmal gießen. Yay. Erstaunlich effizient bis jetzt. War schon mal schlechter mit dem Pflanzengießen. Nice. So, einmal hier hin und einmal hier hin und fertig. Super. Marmelade ist auch fertig. 1, 2, 3. Und neue... Ach doch, ich habe normale Paprikas. Normale Chilis, die ich reinsetzen kann. Ich frage mich, ob ich die Marmelade mir aufheben sollte, ob ich sie nicht verkaufen sollte immer. Ach. Egal. Vielleicht habe ich da ein bisschen zu viel verkauft. Habe ich irgendwelche Samen, die ich loswerden möchte? Nein. Das kann ich aber essen, um die Energie aufzuladen. Kann ich mein Werkzeug abholen? Ich müsste eigentlich Wasser auffüllen. Kein Obst. Und wann kommt dieser Zug? Ich habe das zwar aufgeräumt, aber bis jetzt ist irgendwie noch kein Zug vorbeigekommen. Muss ich da noch irgendetwas machen? Wundert mich halt. So, optimalerweise würde ich gerne mein Werkzeug abholen. Das wäre so wünschenswert. Kann ich irgendetwas bunkern? Nein! Dieser türkische Stuhl geht es mal. Mushroom. Ach, ich habe drei normale Mushrooms. Okay, dann kann ich den entweder verkaufen oder essen. Ich würde ihn am liebsten...
53 Energie, den esse ich. Perfekt. Gut, einmal Werkzeug abholen. Und dann schaffe ich es vielleicht in die Mine. Wenn ich alles andere ignoriere, könnte ich mit etwas Glück 5 Level schaffen. Niemand hat Geburtstag. Sie möchte Largemouth Bass. Bass, irgendein Fisch. Habe ich nie von gehört. Ich glaube nicht, dass ich ihn habe. Paket. Ha, gewusst wie. Ich kann es auch hier auftanken. Einmal auffüllen. Habe ich irgendwo noch... Ja, ich habe noch eine Diode. Geode, nicht Diode. Ah, schön. Copper Pickaxe. You've received a Copper Pickaxe. Progress. Malachit. Schöner grüner Stein. Kann ich irgendwas noch machen bei dir? Ich bin echt langsam versucht, einfach Iron Ore zu kaufen. Aber ich weiß nicht mehr, wofür ich das brauchte. Gold Ore. Ah, für die Springenanlage unter anderem. Aber es hat viel Geld. Ich warte damit noch. Das will gut überlegt sein. Einmal hier das Teil beim Museum abgeben. Malachit, a popular ornamental stone used in sculpture and to make green paint. Jamorit, a crystal. The crystals are so tightly packed. Aha. Moment. Hä? Ah, okay. It's one of the helmets commonly worn by dwarves. The thick metal plating protects them from falling debris and stalactites. Ab in die Höhle. Moment, ich kann das ein bisschen sortieren. Perfekt. Ich kann mit ihm noch reden, der gerade auf dem Weg ist. Du schmeißt auch jeden Tag neue Schuhe, wer kann das sein? Ab in die Mine. Wenn ich an dem Busch vorbei kann. Habe ich irgendwelche Quests angenommen? Nein. Ich kann die nicht annehmen. Ich habe keinen solchen Fisch. Nicht, dass ich wüsste. Kleiner Schlenker in die Richtung. Für den Fall, dass hier irgendwo Grünzeug ist. Habe ich ganz gesehen. Okay. Eines Tages. Community Center. Eines Tages. So, do you like to decorate? Na gut, dann lasse ich dich gehen. Ich gehe in die Ferne. Habe ich viel eigentlich, um meine Energie aufzuladen? Eigentlich nicht. Das wird echt doch ein Problem mit der Energie, wenn ich so in die Ferne gehe. Mache ich das? Naja, erstmal anfangen, würde ich sagen, und dann schauen, wie weit ich komme. Ich mache hier noch einen Ausflug, weil manchmal hier unten etwas... Diesmal nicht.
etwas Gemüse ist. Oder Sachen, die ich essen kann. Schwert brauche ich. Ich habe keine Zeit. Ich möchte nur in die Höhle. Da kann ich das zwischen aufhauen? Ne. Sie ist zwar stärker, aber nicht so viel stärker. Und das hier? Out of order. 20! 21! Geblockt. Ich muss halt sehr, sehr schnell sein, was die Viecher angeht, damit sie nicht dazu kommen, sich zu verwandeln. Denn ich habe festgestellt, glaube ich, sobald sie anfangen, sich zu verwandeln, kann man sie nicht mehr verletzen, wenn sie in ihrem Kokon sind. So, ach, da hinten! Aber ich will das hier noch. Ich muss mich konzentrieren. Alles Unnötige auslassen. Aber das hier ist nicht unnötig. Topaz. Habe ich hier noch irgendetwas? Das da sieht interessant aus, ist aber wahrscheinlich nur ein Stein, oder? Komm, schlag das Ding auch. Okay, das war gar nichts. Egal, ich liege gut in der Zeit. Glaube ich. 23. Jetzt muss ich halt hier suchen. Das Problem hatte ich nämlich neulich auch schon. Dass ich nicht weiß, wo die Treppe ist. Da kann man viel Pech haben. Könnte halt überall sein. Ich habe keine Energie, die ich mir leisten könnte, um daneben zu schlagen. Deshalb ist das ein bisschen kritisch. Wenn das doch mal passiert. Das wäre so... Bitte! Soll ich einfach mal die Büsche abgrasen? Es wird ja wohl kaum unter den Büschen sein. Oh. Wo ist die Treppe? Wieso? Kann man das irgendwie sehen? Wahrscheinlich nicht. Ich werde alles abgrasen und am Ende, am letzten Stein, darunter wird die Treppe sein. So, weiter im Text. Oder ich werde überhaupt nicht so weit kommen, weil die Energie davor aufgebraucht ist. Das kann auch sein. Ich hatte mir das von der Zeit her eingeplant, aber... Also gut angeplant, aber nicht von der Energie her. Leider. Schlimm. Ich glaube, ich werde echt alles... Moment, ich mache mal den großen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, hier ist auch nichts. Endlich! Schwert. Wenn ich jetzt nämlich nur noch eine Ebene schaffe, irgendwie. Das fehlte mir zu meinem Glück. Perfekt. Oh yeah. So, Treppen steigen
sollte jetzt nicht so schwierig sein. Ich liege auch gut in der Zeit. Energie ist noch ein bisschen vorhanden. Kannst du vielleicht dich ein bisschen bewegen? Ein bisschen. Nicht viel. Wenn man erstmal drin steckt, kommt man nicht mehr raus. Jetzt bin ich ein bisschen verschwenderisch mit der Energie, weil ich die Treppe schon gefunden habe. Das heißt, ich kann dich ja ruhig mitnehmen. Eigentlich. Außer ich müsste da unten noch kämpfen. Das sieht ja schön aus. Verdammt! So viel Energie verschwendet. Okay, ich muss fliehen. Weil ich langsam nicht mal mehr die Energie habe zum Kämpfen. Das hier hätte ich gerne mitgenommen, aber viel zu wenig Energie. Da ist mein Aufzug. Hihi. Jetzt kann ich hier raus. Jetzt hier noch groß zu erkunden. Bringt nichts. So. Einmal raus hier. Wird sogar Zeit. Auf die Zeit hatte ich jetzt überhaupt nicht geachtet. Aber 5 Ebenen geschafft wieder. So, ich werde dann so schnell wie möglich schlafen gehen. Aber wahrscheinlich bekomme ich die Energie nicht auf über 50%. Was? Komm doch, du musst doch irgendwann mal Pause machen. Du kannst nicht 2 Tage lang durcharbeiten. Your house should be ready tomorrow. Sehr vorbildlich, dass du so hart arbeitest, aber du übertreibst es ein bisschen. Tada! Wow. So viel Geld. Und jetzt wache ich in einer Luxusbude auf, richtig? Ein Doppelbett? Nicht schlafen gehen, nein. Ich will nicht den ganzen Tag überspringen. Und hier ist die Küche. Schaue ich mir gleich an in der nächsten Folge.